Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Oktore und wir machen weiter mit unserer Wetter-App. Heute kümmern wir uns darum, dass wir adäquate Datentypen haben, um unsere Table View mit Sections und den dazugehörigen Städten anzuzeigen. Wir machen auch ganz genau dort weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Diese Print-Statements hier, die würde ich allerdings mal einfach entfernen, weil wir sie nicht brauchen. Okay, was stelle ich mir vor? Wir möchten das Ganze mit Sections haben. Mit Sections macht es Sinn, dass man irgendwie sowas Ähnliches wie ein Dictionary hat. Ein Array von Dictionaries. Ich möchte es aber nicht mehr im Dictionary machen. Ich möchte das Ganze mit Structs machen. Und zwar möchte ich uns ein Struct anlegen, das heißt Country für Land, ja. Und letztendlich werden all unsere Einträge in einem Array von Countries, also einem Array von Ländern, gespeichert werden. Jedes Land hat dann einen Namen und es enthält ein Array von Cities. Und City, auch das wird ein Struct sein, wird dann solche Sachen wie den Namen der Stadt enthalten, die ID für die Stadt, die wir später brauchen, um uns das Wetter ausgeben zu lassen. Darum machen wir das jetzt ja letztendlich. Und es wird auch einfach schon mal die Koordinaten festhalten. Okay, was machen wir? Wir erstellen uns im Ordner Data, zumindest mache ich das dort, ein Swift-File. Den nenne ich mal Structs. So, und den nehmen wir jetzt einfach nur als Ort, wo wir unsere ganzen Strukturen sammeln. Und wir sagen erstmal Struct schreibt man wohl so. Struct City. Und als Variable nehmen wir einmal var name vom Typ String. Und wir initialisieren das natürlich auch gleich. Var ID, die ist auch vom Typ String. Var latitude vom Typ Double initialisieren wir einfach mit 0 und var longitude vom Typ Double, auch die initialisieren wir mit 0. So, das ist unsere Struktur für unsere Städte. Und dann schreiben wir uns noch einen Struct für unsere Countries. Und die werden haben ein var name type of string und ein var cities type of array von city und den initialisieren wir einfach leer. Ja, das heißt, unsere Countries werden einen Namen haben, zum Beispiel Deutschland oder Frankreich als Klartext sozusagen, und sie werden dann ein Array von Cities haben, auf die wir dann auch wiederum zugreifen können und auf deren Namen, auf deren ID. Und ja, genauso implementieren wir das. Wir gehen also wieder in unseren City Table View Controller in unsere Set All Cities Function. Erstmal sollten wir als globale Variable für diese Klasse hier irgendwas festlegen, wo wir all unsere Cities drin speichern. Ich würde sie deswegen All Cities nennen. Und die ist, wie eben gesagt, vom Array Country. Und auch die initialisieren wir einfach erstmal mit 0. So, der Einfachheit halber möchte ich es so machen, dass wir am Anfang unserer Methode uns einfach in diesem Array hier jeweils ein Country
noch ohne Cities, aber mit den Ländernamen befüllen. Und entsprechend, was wir hier als Länder-ID auslesen, also als Country-ID, schreiben wir dann die Cities, die wir da rauskriegen, in die entsprechende Position am Array. Das kopiere ich mir mal kurz zusammen. Ihr sollt ja nicht zusehen, wie ich hier stundenlang tippe, das macht ja nun echt keinen Sinn. Also, all cities append new element und das Element ist ja country. Und dann nehmen wir einmal Deutschland, Italien, Frankreich, Großbritannien, USA und die Cities da drin sind leer bisher. Also die Arrays of City sind noch leer. So, und jetzt können wir hier jedes Mal was hinzufügen, wenn wir denn was auslesen. Und zwar sagen wir hier unten var new city vom Typ city gleich, wer hätte es gedacht, city. Und jetzt sagen wir hier new city dot id gleich, jetzt machen wir, greifen wir hier wieder oben auf diese City zu und sagen hier, ich glaube, es ist mit Unterstrich ID benannt. Und das Ganze wollen wir aber als String haben. So. Und das können wir noch unwrappen, weil da sonst nämlich irgendwas Komisches in der ID steht, nämlich optional. Genau. Ähnliches machen wir jetzt noch für Name. Name, und da greifen wir natürlich auf die Eigenschaft Name zu. Wenn ihr euch fragt, wo ID und Name herkommt, denkt dran, hier Name, ja, zum Beispiel Lichtenrade, und diese Unterstrich-ID ist die City-ID, die wir aus diesem, die unser JSON-Objekt repräsentiert. Ja. Genau, und dann hatten wir jetzt hier schon mal auf Cohort zugegriffen, und das, was wir hier vorhin geprintet haben, das machen wir jetzt mit City Latitude gleich, wir haben es genannt, Cos, und greifen hier auf Latitude zu. Allerdings wollen wir die natürlich das Double haben. Jo. Und das gleiche machen wir auch noch für Longitude, und die ist dort mit dem Key Long hinterlegt. So, jetzt haben wir also ein neues City-Objekt mit allen Sachen befüllt, die wir so aus unserem JSON-Dictionary rausquetschen können. Und jetzt müssen wir sie bloß noch hier oben unserem richtigen Country-Element zuordnen. Ich würde sagen, wir machen es einfach mit einem Switch Statement, und zwar fragen wir hier ab City für den Key Country, und zwar explizit gecastet als String, und da sagen wir jetzt einmal im Case DE dann haben wir noch den Case Frankreich, Italien, Great Britain, Spanien. So, jetzt müssen wir uns hier, also ich mich kurz konzentrieren, denn die Reihenfolge sollte die gleiche sein wie hier oben. Spanien, und da fehlt noch einmal US. So, und hier sagen wir jetzt dann einfach immer self all cities
Wir haben ja schon ein Array angelegt hier oben, ihr seht's. Und zwar jetzt einmal für Deutschland steht ja, haben wir als erstes hinzugefügt, für den Index 0, Cities, Append New Element und da sagen wir New City. Ja, und das machen wir jetzt entsprechend für Italien, für Frankreich, für Großbritannien. Wieso ist hier noch einmal DE mit zwischen? Weg. Müll. Für Spanien und für die USA natürlich nicht immer an der Stelle 0, sondern hier entsprechend an der Stelle 1. Wieso? Hier an der Stelle 2, an der Stelle 3, an der Stelle 4 und an der Stelle 5. Und jetzt haben wir all unsere Elemente, die irgendwie den Städten entsprechen, die wir oben definiert haben, haben wir jetzt jeweils ein City-Element erzeugt und es dem entsprechenden Country-Element hinzugefügt. Ja, das also soweit dazu. Ja, letztendlich müssten wir jetzt irgendwann nochmal Reload Data aufrufen. Und Reload Data würde ich auf jeden Fall natürlich nach der Vorschleife, also hier aufrufen. Ist die Frage, nee, stimmt auch nicht. Das ist noch alles Vorschleife hier. Allerdings ist die Frage, bei größeren Datenmengen sollte man zwischendurch nochmal aktualisieren, weil ansonsten macht es keinen Spaß, jetzt eine halbe Stunde zu warten, bis sich da mal irgendwas aktualisiert hat. Was wir auf jeden Fall machen sollten, weil das hier nicht unbedingt im Main-Thread läuft, die Serialization, glaube ich zumindest, sollten wir das Table View Reload Data auf jeden Fall explizit im Main-Thread ausführen. Deswegen sagen wir Dispatch Async und sagen hier Dispatch Get Main Queue und hier sagen wir Self Table View Reload Data. Und damit das Ganze adäquat funktioniert, sollten wir hier bei self-table-view-delegate gleich self setzen. Okay, was noch? Wir probieren einfach mal, ob das Ganze funktioniert. Theoretisch sollte jetzt ja eigentlich schon irgendetwas passieren. Wir schauen mal. Achso, natürlich. Daten haben wir ganz sicher, aber wir zeigen sie noch nicht an. Das sollten wir natürlich noch ändern. Machen wir jetzt auch. Aber eine Sache würde ich vorher trotzdem noch kurz machen. Und zwar ganz am Ende, quasi hier vor, würde ich noch etwas machen wollen. Was aber auch da würde ich jetzt noch mal was machen wollen. Ich würde die ganzen Sachen noch mal sortieren wollen. Wir sagen wieder dispatch async und hier sagen wir jetzt dispatch get global queue und zwar nehmen wir hier dispatch
Patch. Queue Priority Default 0 und in den Block schreiben wir jetzt einfach noch rein, dass wir unsere Arrays sortieren. Und zwar sagen wir self all cities index 0 dot cities und sagen jetzt, wie ich das hasse, sort in place und das Ganze sprechen wir jetzt an folgendermaßen. Dot name kleiner dem nächsten Element, also quasi 1 dot name und die curly brackets zu. Genau. Das machen wir jetzt wieder für alle unsere Elemente. 1, 2, 3, 4 und 5 und sollten jetzt auf jeden Fall erst das Ganze reloaden. Und das müssen wir jetzt definitiv, weil jetzt sind wir nämlich in irgendeinem anderen Queue. Jetzt sollten wir definitiv in den Main Queue gehen, denn nur in dem kann man UI-relevante Sachen machen und TableView neu zeichnen ist natürlich UI-wirksam. So, hier können wir mal ein bisschen Whitespace rausnehmen. Was ich jetzt noch machen würde, gerade wenn ihr längere Daten habt, dann könnte man jetzt noch, aber wir lassen es, noch eine Funktion, noch einen kleinen Timer hinzufügen, der sagt, jede 50. Schleife macht man einmal, ach komm, ist doch auch egal, wir machen es einfach. Jede 50. Schleife zeichnen wir einmal das UI neu oder so, machen wir. Also ist ja kein Aufwand. Var i vom Typ int gleich 0. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es außerhalb der Do-Schleife überhaupt benutzen darf. Wir werden es gleich sehen, es wird spannend. So, und am Ende dieses If-Statements, da zählen wir jetzt einfach jedes Mal i gleich i plus 1 und fragen noch kurz ab, if i größer oder gleich, das ist wichtig, 50 ist, dann, nein, das ist überhaupt nicht wichtig, dann sagen wir, dann rufen wir eigentlich noch einmal kurz den, genau das Ding auf, einmal TableView Reload Data. Und was wir hier in der Schleife natürlich auch noch machen müssen, ist die gleich 0 setzen. Ja? Denn sonst wird das Ganze dann nämlich jedes Mal aufgerufen. Okay, das heißt, unsere View sollte sich jetzt eigentlich hübsch aktualisieren. Allerdings sehen wir davon natürlich noch überhaupt gar nichts. Denn wir müssen natürlich noch sagen, wie, also was hier überhaupt angezeigt werden soll. Wir fangen mal an. Number of Sections in TableView. Number of Sections ist eigentlich relativ einfach. Sections sind ja unsere Countries und das ist letztendlich hier. Das da sind unsere Countries, das heißt, wir sagen einfach nur all cities, ist ja ein Array.count. All cities count. Number of rows in section, da sagen wir all cities und zwar an der Position section, also hier, dot cities, dot count. Könnt ihr mir sagen, was das für ein komisches Problem ist, dass hier ständig alles einmal weiß wird und einfach nichts mehr funktioniert? Ich finde das nämlich ehrlich gesagt ein bisschen nervig. Genau, das hätten wir.
Dann, was müssen wir noch? Den Text von unserer Table Use-Cell. Hier sagen wir Cell dot, also das Textlabel dot Text gleich All Cities. Und zwar, hier können wir direkt IndexPath.row übergeben, weil der IndexPath ja nicht nur eine Row, sondern auch eine Section hat. Das heißt, hier wird also. Ja, stimmt gar nicht. Hier müssen wir erstmal auf die Section zugreifen, ja, um halt das richtige Land für die entsprechende Zelle, wo wir gerade sind, zu kriegen. Dann wieder auf Cities und hier jetzt auf den IndexPath.row und da spezieller noch auf den Namen. Und nee, das String ist ja klar. Okay, das heißt, damit sollte uns jetzt ein Name angezeigt werden. Was brauchen wir noch? Wir bräuchten noch Table View Title for Header. Title for Header in Section. Und da sagen wir Return All Cities. Am Index Section und Name. Ja, den hatten wir ja vielleicht. Wieso? Achso, das müssen wir natürlich überschreiben. Wir hatten ja, wenn ihr euch entsinnen könnt, in unseren Structs bei Country auch noch eine Name-Funktion und die haben wir natürlich auch, als wir die hier angelegt haben. Mit Deutschland, also mit Klartext und nicht mit irgendwelchen komischen Kürzeln versehen. Dementsprechend sollten wir da jetzt dann auch vernünftig was sehen. Wir können es ja einfach mal ausführen, bevor ich jetzt noch weiter rede und wir schauen, was so passiert. Ort, super, Fehler. Das mag ich. Achso, ja. Unser Problem, also mein Problem ist, glaube ich, dass ich auf den falschen Reuse Identifier von diesem Cell-Teil hier zugegriffen habe. Oh Mann, wo ist denn das da? Wir haben ihn Cell genannt, aber hier heißt er noch Reuse Identifier. Das funktioniert natürlich nicht. Weil der dann einfach keinen Reuse Identifier findet. Versuchen wir unser Glück nochmal. Wunderbar. Schon funktioniert's. Ja? Hier oben unsere Section Deutschland hat alle möglichen, übrigens jetzt hier auch alphabetisch sortierten Einträge. Dank unserer Sort in Place Funktion. So, Deutschland, Deutschland, Deutschland. Mein Gott. Und das sind nicht mal alle aus Deutschland. Ich habe einfach nur ein paar reinkopiert. So. Ja? Und ihr seht, Italien hat ein paar Städte, Frankreich. Ja, also unsere Sections sind entsprechend unseren Arrays befüllt worden. Ja, da würde ich jetzt auch sagen, das war's für heute erstmal. Nächstes Mal kümmern wir uns dann darum, wie wir jetzt hier oben noch eine Suchfunktion mit reinkriegen. Und was wir dann mit den frisch gewonnenen Daten überhaupt anstellen wollen. Bis zum nächsten Mal. Mit freundlichen Grüßen, euer Doktor.